Also ich habe, also die Firma hieß Graf von Bismarck und Mantei KG. Mhm. Und die hatte ihren Sitz in Ahrensburg und Friedrichsruh. Was hat die gemacht? Erlösende Landhausimmobilien vermakelt. Makler? Ja. Und ich hatte die Firma Mantei, bevor sie sich so nannte, Jahre zuvor als Möbelspediteur, hatte ich die Firma umgezogen innerhalb meiner Heimatstadt. Und ich kenne die Leute dort. Was heißt umgezogen? Die umgezogen und dann habe ich aber weiter mit denen nichts zu tun gehabt. Was heißt umgezogen? Durch den Umzug. Also den Möbeltransport gemacht? Ja, die Büromöbel und so weiter, alles transportiert. Ich hatte damals schon gesehen, als ich den Umzug machte, dass das wohl Scientologen sind, weil die also alles so Kassetten hatten und so Bücher mit goldenem Rand, diese Scientologen-Bücher, die haben alle so goldene Ränder. Aber ähnlich ist es auch bei den Zeugen Jehovas. Das mag sein. Aber hier handelt es sich um Scientologen. Also das ist auch unstetig, weil das gibt da auch andere Bestätigungen. Zunächst mal ist das im Internet auffindbar, dass der Chef der Firma, das steht im Internet unter dieser Auflistung des führenden oder der bestimmter dort angegebener Scientologen namentlich. Dann ist das auch aus der CDU heraus mir gegenüber persönlich bestätigt worden, dass das ja auch schon lange bekannt wäre. Was hat man Ihnen genau bestätigt? Dass der Chef Scientologe ist. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass ich einige Jahre später, im Jahr 2009, die Schwester des Chefs kennenlernte, bei ihr zu Hause war und sie mir erzählt hat, also wie ihr Bruder Scientologe geworden ist und sie hat mir auch Unterlagen gegeben. Wie ist er das denn geworden? Ja, also schon vor über 20 Jahren Scientologe geworden und hat dann das Haus seiner Eltern in Großhansdorf, wo ich ja auch inzwischen wohne, das ist gleich bei Ahrensburg, das hat er belastet, hat sich auch, also sein Vater war Bankdirektor, der ist aber gestorben schon vor längerer Zeit und er hat dann in dem Haus wohnte dann die Mutter und er hat also das Haus belastet und hat da Geld ausfallen lassen, damit er, sie nannte den Betrag von 100.000 D-Mark der Scientology-Organisation, also für diese, da machen die so Kurse und sowas. Ja, also er brauchte das Geld für diese sogenannte Kirche. Ja. Und er hatte auch teure Kurse belegt und war also auch sogar auf diesem Schiff, das die Scientologen in der Karibik liegen haben. Da liegt so ein schwarz eingestrichenes Luxusschiff, wo sich so die führenden Titan heißt das, treffen. Mhm. Aber dieses mit Scientology ist eigentlich für mich kein Hauptthema. Also die sind ja auch in Deutschland nicht verboten. Die können ja die nennen das ja selber Kirche, andere Kritiker nennen das Wirtschaftsgemeinschaft oder sagen, sie sind eben keine Kirche, die verfolgen andere Ziele. Das ist aber alles gar nicht so jetzt mein Hauptthema, sondern ich habe aber trotzdem natürlich eine Meinung zu diesen Scientologen. Also ich lehne die ab, also ich würde selber kein Scientologe sein. Und ich hatte jetzt nur ein Problem damit, dass der Kandidat für den Bundestag 2005, Herr von Bismarck, eine Firma mit Scientologen betrieb. Ja. Und dazu habe ich nur Frau Merkel angeschrieben und sie gefragt, ich habe also nur kurz geschrieben, dass ich also mit Wahlkampf mache und in der CDU in Ahrensburg tätig bin und wie das zusammenpasst, wenn dann der Spitzenkandidat nicht nur Geschäfte mit Scientologen macht, sondern sogar eine gemeinsame Firma betreibt. Und dann, also das habe ich schriftlich per Fax an die Bundeskanzler, also damals war sie ja Kanzlerkandidatin noch, dann war sie ja noch nicht Bundeskanzlerin. An wen genau? Wie bitte? An wen? Frau Merkel. Ja. So, und
das Ergebnis war, dass ich das, also ich hatte ihr das gefaxt am 3.9.2005. Hat das alles auch mit Sendebeleg und so, habe ich alles. Und dann rief mich 3 Tage danach der von Bismarck an, hat mich ziemlich beschimpft und mir gedroht mit Anwälten und also Nur wegen der Frage? ja. Wegen dieser, also er hat dann schon gesagt, ich hätte was behauptet und das lässt er nicht auf sich sitzen und so weiter. Ja. Also tatsächlich habe ich wirklich nur gefragt, wie das zusammenpasst, ob sie das, also auch ob das bekannt wäre und so. Und Frau Merkel hat dann wohl, oder einer der Mitarbeiter hat dann wohl mit Herrn von Bismarck gesprochen und er rief dann bei mir an. So, und dann war an dem Tag, als der Bismarck anrief abends, das war um 7 Uhr gewesen abends, ich war gerade auf dem Weg ins Rathaus, weil wir dort an dem Tag, das war ein Dienstag, Fraktionssitzung von der CDU hatten. Und dann habe ich also vorher diesen Anruf von dem bekommen und sein sogenannter Pressesprecher, der rief mich auch davor noch an. Der war noch einigermaßen sachlich geblieben und hatte sich erkundigt, ob das stimmt, dass ich da die Kanzlerin angeschrieben hätte, also die Kanzlerkandidatin der CDU angeschrieben hätte und so. Und hatte ich das bestätigt und daraufhin rief der Bismarck an und hat mich dann beschimpft und mir gedroht mit Anwalt und so weiter. Und dann bin ich zu dieser Fraktionssitzung gefahren. Das war am 6.9.2005. Ins Rathaus nach Arnsburg und habe dann gleich dem, also eben als die gemeinsame Sitzung begann, dem Vorsitzenden, das eine gewisse Herr Bayrich, dem habe ich gesagt, also ich hätte also eine Sache zu klären mit Herrn von Bismarck, der hätte mich angerufen und so, und dann hat er gesagt, also das wollen wir jetzt nicht hier besprechen, darüber können wir im Anschluss sprechen. Naja, und dann war diese Sitzung vorbei und dann haben wir im Anschluss, da habe ich dann gesprochen mit diesem Fraktionsvorsitzenden, der Vorsitzenden des Stadtverbandes und dem Landtagsabgeordneten der CDU hier aus Augsburg und Umgebung, der auch mit in dieser Fraktionssitzung war. Die Vorsitzende vom Stadtverband war auch, die sitzt auch immer dabei. Mit den dreien habe ich gesprochen und denen habe ich dann erzählt von diesem Anruf von Bismarck und meiner Frage und wie die Reaktion war und so weiter. Und dann haben die zu mir gesagt, also ich solle da mit niemandem drüber reden und sie würden das klären. Und Herr Koch hat also dann auch gesagt, dass das in der Tat also sehr, sehr merkwürdig wäre, diese Reaktion und so. Und Welcher Herr Koch? der heißt Tobias Koch. Das ist so ein Typ, der ist so einer wie der Barsche, so ein bisschen. Und der wird auch in Schleswig-Holstein in der CDU in Zukunft eine große Rolle spielen. Der ist schon ziemlich weit nach oben inzwischen gekommen. Da könnte man auch eine Menge zu erzählen zu Herrn Koch, aber ich will ja sie nicht in, zu sehr mit Nebenzweigen, Nebensächlichkeiten jetzt belasten, sondern dass sie beim Wesentlichen bleiben. Also diese drei Personen, mit denen habe ich gesprochen, die haben ja ein Redeverbot mehr oder weniger aufgezwungen. Mündlich? Mündlich, ja. Sehr eindringlich mündlich haben sie das gemacht. Und ich habe dann auch nochmal aus dem Vorstand jemanden angerufen, aber aus heutiger Sicht wundert mich das alles nicht. Also die wollen gar nichts aufgeklärt haben da in der CDU, sondern die wollen alles nur immer vertuschen. Das war mir damals noch nicht ganz so klar, weil da war ich noch ein bisschen naiver und habe gedacht, so, also das wäre etwas, die wären Christliches? interessiert, also die wüssten das vielleicht gar nicht, aber die heute weiß ich, die haben das alles gewusst und tragen das alles mit und erzählen in der Öffentlichkeit eiskalt Unwahrheiten und also sind ehrlich Kriminelle, was kann man sagen. Ja, kenne ich auch so. Haben Sie sich an dieses Redeverbot gehalten? Ich habe mich da also
Ja, ich hatte ja auch keine große Möglichkeit, in der Öffentlichkeit was zu sagen, weil also selbst wenn ich da irgendwie was einem Journalisten gesagt hätte, die Journalisten hier vor Ort, die sind, also hier gibt es so ein Anzeigenblatt bei uns vor Ort, das sehr mächtig ist. Und dass die politische Meinung der Öffentlichkeit stark CDU-freundlich beeinflusst und viele Wahrheiten verschweigt und viele Nebensächlichkeiten aufbauscht und die Politiker der CDU lobt.